Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Holzfäller Simulator bzw. Lumber's Dynasty. Oh. Große Veränderungen im Leben kommen oft unerwartet. Das sind wir. Wir sind der neue Holzfäller in der Stadt. Vor einer Woche rief mich meine liebe Tante an. In meiner Jugend habe ich viel Zeit auf ihrem Holzfällerhof verbracht. Ja. Nun sind sie und mein Onkel alt geworden und denken nur noch an einen glücklichen Ruhestand. Ja, aber jetzt komme ich. Sie beschlossen, ihr rückläufiges Unternehmen zu verkaufen. Ich habe ein Bad, Leute. Ich werde Ihnen gerne helfen. Ja. Außerdem wurde mir klar, wie sehr ich die ruhigen Berge vermisse. Ja, ich vermisse auch die Berge. Die Aussicht und den Schweiß guter, harter Arbeit. Ja, ich mit dem Schweiß lass mal stecken. So. Chapter 1. Ist das meine Tante? Schön, dich zu sehen. Oh. Das letzte Mal ist eine Ewigkeit her. Ja. Und schaust du Oma, aus. Wir haben dich beide vermisst. Es ist auch schön, dich zu sehen. Du siehst wie immer großartig aus. Du bist so hilfsbereit. Ja, ich weiß. Ich mache mir mehr Sorgen um deinen Onkel. Ah, mein Onkel. Er ist nicht mehr der Jüngste, aber er... Ja, aber ich bin jung und ich bin noch im Saft. Ich zeige dir alles. Ja, zeig mir mal alles. Mein Herz hängt wirklich sehr an diesem Ort. Oi. Ich habe den größten Teil meines Lebens hier verbracht. Ja, so sieht das auch aus. Hast du das bisschen verkommen lassen hier alles, Oma? Ich nenne dich einfach Oma. Ist das ein... Alter, hallo. iPhone. Ja, Liebling. Er ist gerade angekommen. Ja, ist schon ein bisschen runtergekommen hier. Oh nein. Brauchst du Hilfe? Ist das ein Schweinestall? Ich werde ihn fragen. Was denn? Dein Onkel hat Probleme im Wald. Könntest du bitte nachsehen, was los ist? Sicher, Alter, das mache ich doch gern. Ich bin sofort ab in den Wald. Wo ist er denn genau? Auf einer Lichtung hinter dem Sägewerk. Ja, bis später. Ich bin bereit. Hey, was hast du da vor? Ist das ein Hirsch? Ein Reh? Hi. Nee, bleib doch mal vorsichtig, das Auto. Du wirst unter Beinen davor vorgelaufen. Dich kriege ich. Du kommst. Nein, ey. Oh Gott, voll. Bitte. Was machst du denn? Vorsicht. Oh Gott. Alter Schwede, das Reh ist gerade bescheuert. Ich fahr jetzt, wo muss ich denn jetzt genau längs? Hier? Ah, guck mal hier. Ab in die Berge. Das ist auf jeden Fall ein altes Auto, ey. Boah, was ist das denn für ein Magic Stick? Oh, warte, wir müssen hier rechts. Exit. Okay. Hallo, Onkel. Hallo. Schön, dich zu sehen. Schön, Alter. Dich zu sehen, Onkel. Ich habe gehört, du hast Probleme. Ich bin im Schlamm stecken geblieben. Oh. Ich fahre nicht mehr so präzise wie früher. Kannst du mir helfen? Sicher, kein Problem. Was soll ich tun? Steig in den Traktor und versuch, den Anhänger anzukoppeln. Versuch dann, aus diesem Wasser zu fahren. Ja, das mache ich. Hui. Ja, jetzt mache ich das hier mit dem Lindner Geotrack. Ist das ein richtiger? So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Change Camera. Ja, vorsichtig. Machen wir richtig. Oh ja. Zack! Angekoppelt und aus dem Schlamm geholt. Da wird mein Opa aber stolz auf mich sein. Ja, habe ich gut gemacht, ne? Gut gemacht. Du hast eine Gabe. Aber das ist nur der Anfang. Mal sehen, wie du inzwischen mit dem Baum umgehst. Oh ja. Komm mit. Ja, jetzt wäre ich mal ein richtiger Holzfäller hier. Was hat der eigentlich für eine schicke Brille, Alter? Und der ist ja fast unsichtbar in seinem Tarnumhang hier. Was guckst jetzt du mich denn nimm die Kettensäge. Weißt du noch, was ich dir beigebracht habe? Ja, rein pass da. Pass auf. Einfach nur rein da. Als ob. Und jetzt. Oh, ich muss hier in dem Ding drin bleiben. Oh, das ist geil. Ja, mit Gefühl. Mit Gefühl. Ja, und... Gut rein. Tolle Technik. Baum fällt. Vorsichtig. Alter, Risk-Taker. Jetzt musst du die Äste abschneiden und den Stamm in Teile zerlegen. Ja, einmal hier rein. Ja, hier. Ja, ist nagelig jetzt. Achso, jetzt muss ich hier die nochmal so ein bisschen klein schneiden. Ja, blub. Jetzt müssen die aufgeladen werden. Ah, guck mal, Manipulate Crane. Als ob. Oh, wir müssen hier aufpassen. Ah, ich darf ja nicht wieder hier ins Wasser rein. So, wir fahren mal hier links rum. Reicht das so? Kann ich den damit schon anheben? Jawohl! Zack. Hoch das Ding. Abladen. Drop Lock. Geil. Das ist ja richtig gut gemacht. Ich hab gedacht, da vorne kommen wir jetzt nicht ganz dran. Dann müssen wir kurz ein bisschen drehen. Das ist endlich mal eine leichte Kransteuerung. Zack. Enter. Pick up. Und drauf das Ding. Kriegen wir den letzten Löten noch da vorne? Nee? Ja, sauber. Und drauf das Ding. Alter, unglaublich. Hä? Den Lok habe ich doch draufgepackt. Ach ja, jetzt da 72 Meter müssen wir noch fahren. Wenn wir nicht mal ein richtig guter Holzfäller sind. Wir verdienen Millionen mit dem Holz. Kann man viel Geld mit Holz verdienen? Ich weiß das nicht. So, was muss ich jetzt machen? Ach, das schmeiße ich jetzt ins Wasser? Ah, und dann wird es nach da hinten geschwemmt. Das habe ich schon mal gesehen in so amerikanischen Filmen. Drop Lock, genau. Aufgrund der Strömung wird es dann da so hingeschubbert. Und... Blub.
Perfekt. Also, das reicht für heute. Gehen wir nach Hause. Okay, ja, fahren wir nach Hause. So, wir sind da. Zack. Ist Oma jetzt auch da? Hat Oma Kuchen gebacken oder was? Sag mal, jetzt lässt er mich hier einfach stehen. So. Hallo Jungs, habt ihr die Arbeit erledigt? Natürlich. Ja, es war eine erfrischende Erfahrung. Wenn du noch Lust hast, zeige ich dir die Farm. Nee, Omi, ich bin müde. Ich gehe schlafen, Alter. Vielleicht ein andermal. Ich bin wirklich müde. Kein Problem. Schau dich ruhig um. Dann, ist das mein Haus? Oh ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Von Alter. Oh, was, also... Da, hier muss aber noch mal ein bisschen nachgebessert werden. Aber es ist doch ein richtig krasses Holzhaus. Ah, hier kann ich jetzt schlafen. Und, ah, guten Morgen. So, jetzt bin ich endlich wieder stark. Hier regeneriert. Ich habe 1250 Dollar. Nee, Euro sogar. Läuft. So, 160 Meter. Was müssen wir jetzt schon wieder machen? Guck mal, hier ist sogar so eine kleine Tankstelle. Hier kann man dann wahrscheinlich immer seinen... Hier alles auffüllen. Den Traktor und so weiter. So, vorsichtig. Ey! Sag mal. Ui, da sind die beiden aber schon wieder am Puggeln. Hallo. Oh. Schön, dich zu sehen. Ja, hey. Braucht ihr irgendwie Hilfe? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich habe schon eine ganze Weile nichts von Lilly gehört. Lilly? Würdest du rübergehen und nachsehen, ob es ihr gut geht? Sie ist Botanikerin. Also könnte sie dir ein oder zwei Dinge beibringen. Oh ja. Die kann mir definitiv ein bisschen was beibringen, die Süße. Ja. Ich muss los. Einen schönen Tag noch. Ja, tschüss. So, wo ist Lilly? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Tja, tatsächlich. Unser Pickup Christine steht im Wald. Sie ist nicht viel wert, aber es wäre schade, wenn sie abhanden käme. Ja, aber würde es dir etwas ausmachen, sie wieder hierher zu fahren? Nee, mache ich alles. Aber erstmal muss ich jetzt hier zu nicht Christine? Nee. Wo ist denn hier diese Lilly? Ja, da müssen wir hin. Da, das werde ich einmal markieren. Das ist aber 1000 Meter weit weg. Aber nachher ist hier irgendwas passiert. Das können wir nicht zulassen. Kann ich hier mit dem Bus fahren? Kann ich jetzt einfach zu Lilly fahren? Ah, nee. Ah, da ist der Busstop. Das bringt mir ja gar nichts. Ich muss hier vorne hin. Vor allen Dingen von da aus komme ich auch wieder so schlecht zurück. Ja, ich laufe jetzt die 400 Meter und dann fahre ich mit dem Auto von da aus zu Lilly. Oh, was ist das denn? Oh, Gott. Kann ich einfach rüberspringen? Ja. Ach, guck mal, da werden dann die Holzstämme sozusagen so aufgeladen. Der hat aber schon ein paar krasse Ländereien hier. So ein paar Millionen wert. Gut. Da haben wir unsere alte Rossschüssel. Enter Old Pickup. Ja, aber ich will jetzt Christine nicht zurück zu ihm fahren. Ich will jetzt hier meine Perle abholen. Ich nehme auch einfach eine kleine Abkürzung. Oh Gott. Das war keine so gute Idee. Ich fahre doch lieber zurück. Wie das aussieht, wenn ich die Lichter anmache hinten. Sieht aus, als hätte da jemand Lava reingepumpt. Oh ja, hier, go and meet Lilly. Ja, mach ich doch. Aber ich weiß nicht, wo bin ich denn jetzt gerade? Ah, ich bin hier und fahre dann gerade... Ja, ich muss hier vorne nur links. Ach, das ist eine Seilbahn da oben, oder? Ja, klar. Wie in so einem Skigebiet. Als ob. Wie geil ist das denn? Wann kann ich denn mal hier links? Ich muss hier zu... Oh Gott. Ach, da vorne war schon die Straße. So, warte mal. Ich muss mal hier längs. Vorsicht. Oh Gott. Nichts passiert. Oh Gott. Wo ist denn diese Straße? Soll das die... Ja, das hier soll die Straße sein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Einmal aussteigen. Ja, hallo. Hallo, kann ich dir helfen? Nun ja, ich suche Lilly. Anscheinend ist sie eine Botanikerin, ja, die hier wohnen soll. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Tatsächlich bin ich Lilly. Ah. Und ich bin in der Tat Botanikerin. Und wer bist du? Du bist Lilly? Ich muss zugeben, als Tante Grace mich zu einer Kräuterkennerin schickte, erwartete ich jemand anderen. Lass mich raten. Eine alte Hexe mit einer schwarzen Katze und einer alten Ziege? Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Überhaupt nicht. Wenn überhaupt, sollte es mir leid tun. Sag mal, sucht euch doch ein Zimmer, ihr zwei. Ich bin eigentlich ziemlich beschäftigt. Ja, ich würde trotzdem gerne helfen, wo es geht. Ja. Gut, okay. Nein, ich will nicht helfen. Für den Anfang brauche ich ein paar Pilze. Mann, ich will dir keine Pilze sammeln. Keine Sorge, ich kann dir beibringen, wie man Pilze... Ja, nee, Mann, ich will... Nein. Ja, sorry. Bei näherem Nachdenken vielleicht diesmal nicht. Ich bin weg. Also nichts gegen dich, Lilly. Aber sag mal, wer bist du denn? Sag mal, was bist du denn für eine? Ich soll für dich hier Magical Mushrooms suchen oder ein Freund steht direkt daneben. Sag mal, ja, mit so einer will ich nicht. Mann, wegen der bin ich jetzt so weit hier längs gefahren. Opa, ich bin wieder da. Ich habe dir hier deine alte Schrottkarre zurückgebracht. Ausgezeichnet. Ja, danke. Wenn ich so darüber nachdenke, könntest du sie mehr als wir brauchen. Nimm sie doch, solange du hier bist. Du solltest zu Oliver gehen.
Das letzte Mal erwähnte er seine Scheune, die repariert werden muss. Vielleicht kannst du ihm helfen. All work and no pay. Ich, das klingt ganz gut. Ehrlich. Da war jemand am Fluss. Oh. Er hat sich in den Büschen versteckt, als er mich hat kommen sehen. Kannst du bitte mal nachschauen? Das hat mir schon ein wenig Angst gemacht. Bis später. German Let's Play in den Büschen in diesem Spiel? Warum versteckt sich denn da jemand in den Büschen? Was ist denn in diesem Dorf los? So, angeblich ist jetzt hier irgendwie Oliver. Olli, bist du zu Hause? Ich soll hier deinen komischen Kram reparieren. Ja, moin. Hallo, junger Mann. Oh Gott. Brauchst du etwas? Bist du Oliver? Mein Onkel Charles schickt mich. Ja, ich soll dir ein bisschen helfen. Ich habe einen alten Traktor, den ich nicht mehr nutze. Charles, für die Arbeit kriegst du den Traktor. Dann hätte ich mehr als nur eine Scheune, die repariert werden muss. Nein, du kriegst mir jetzt den Traktor. Siehst du den Wald? Die Bäume brauche ich nicht. Die kannst du nutzen. Ja, das mache ich. Perfekt. Ich mache den Traktor. Und wer ist hier die nette Dame? Hallo, Scarlett. Ich würde gerne mit ihrer... Warten Sie doch mal jetzt. Ja, hallo. Warum will die denn nicht mit mir reden? Ich kann... Mann, ey. Ja, tut mir leid, Oliver. Ich wollte ja jetzt hier nicht deine Perle da anmachen. Was soll ich denn da jetzt machen? By this forest. Ja, und wie mache ich das jetzt? Ich drücke doch hier alles. Und auch mit der Maus. Ach, guck mal hier, was ist das? Cut down tree. Ja, okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das jetzt richtig ist. Ich habe jetzt hier einfach so einen Baum genommen. Ja, will schon richtig sein. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen, nicht, dass der auf sein Haus kracht. Nee, das ist die falsche Richtung. Der fällt doch auf... Das war ich nicht. Warum sind die denn jetzt sauer auf mich? Scarlett Oliver, das war jetzt nicht mit Absicht. Es tut mir leid. Warum ist sie denn jetzt sauer auf mich? Ja, ich wusste ja nicht, ob ich den fällen soll. Ach so, das sind jetzt hier die Dinger. Die soll ich fertig machen, oder was? Ja, mit Gefühl immer in der Mitte bleiben. Bam, Junge. Oh ja, guck mal hier. Jetzt kriege ich hier so ein paar Punkte. Irgendwas war hier gerade. Muss man das denn jedes Mal rufen, Baumfell? Ich mache das aber einfach. Vorsicht! Baumfeld! Alter, ich kriege hier die ganze Zeit Geld. Warum auch immer. Boah, Alter, das ist ja mega laut. Da fällt mir ja fast das Ohr ab. Oh ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Und ja. You've cut a tree, which does not belong to you. Ach, was? Wie? Ich kriege hier ein Penalty? Ja, ich will doch hier das kaufen. Ich hab dafür eine Strafe bekommen. Ich dachte, ich krieg dafür Geld. Ich bin jetzt plötzlich hoch verschuldet. Okay, Leute, ich mach mich aus dem Staub. Das war's mit der heutigen Folge vom Holzfäller Simulator. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.